auf Thunfisch vom Ufer in Norwegen. Wer hätte das gedacht? Na, ich jedenfalls nicht. Das Wasser ist viel zu kalt, 15,4 Grad im August, jetzt im Höhepunkt. Es regnet ständig, das Wasser viel zu süß. Zwar habe ich immer wieder von Einheimischen gehört, dass es wohl Tunas in Norwegen geben soll. Aber ich habe gedacht, das wäre dann halt irgendwo weit draußen mal eine Sichtung oder vielleicht irgendwo weit draußen im Netz gelandet. Bis ich einen Tuna selbst vom Ufer gesehen habe. Bei solchen surrealen Angelstories traue ich nur meinen eigenen Augen. Und so war es auch. Bei einem Guiding letztes Jahr konnte ich einen Thunfisch keine 20 Meter vom Ufer von unten in den Makrelenschwarm stoßen sehen. Leck mich am Arsch. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass es sich ausschließlich um Blauflossen-Thunfische handelt, Bluefin-Tuna. Eine Population von meist erwachsenen, also größeren Thunfischen, die bei den Azoren laichen und dann im Bogen herum nach Norwegen schwimmen, wo sich den Magen vollstopfen, um dann wieder in den warmen Süden zu schwimmen. Der Thunfischfang vom Ufer ist also rein theoretisch möglich. Man muss es nur umsetzen können und wollen. Und zu dieser Challenge möchte ich mit diesem Video auch gerne einladen. Doch diese Aufgabe richtet sich natürlich in erster Linie an Angler, die wissen, auf was sie sich einlassen. Der Fang und Drill eines Thunfisches ist nicht zu vergleichen mit dem eines rentnertauglichen Heilbutts. Einen Thunfisch vom Ufer fangen zu wollen, bedeutet zunächst einmal, dass man die nötige Fitness haben muss, um zum Beispiel einen schweren Popper so weit wie möglich auszuwerfen und dann durchs Wasser zu reißen. Einen Thunfisch vom Ufer fangen zu wollen, ist lebensgefährlich. Man kann zum Beispiel im Drill vom Felsen rutschen und einfach ertrinken oder sich beim Sturz den Kopf einschlagen. Man kann sich im Eifer des Gefechts auch in der Schnur verfangen, diese hält jedoch übermenschliche Zugkräfte aus. Fangen wir doch direkt mit der nötigen Schnur und dem Material an. Die Schnur mit der PE-Stärke 3 spule ich auf eine Diver Saltist 5000 auf. Die Rolle erwies sich für mich schon häufig als sehr robust und stark. Mahi-Mahi, Lierfisch, Bluefisch ließen sich damit problemlos drillen. Sie bietet 1,20 Meter Schnuranzug, die man auch für diese Fische braucht. 10 Kilo Bremskraft, mehr halte weder ich noch meine Rute. Die Rute, die ich für das Projekt oder Unterfangen verwende, ist die North Sea 92 von Capellan. Manche werden die Marke kennen, ist von Decathlon. Total billige Rute. Allerdings hat die schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie wirklich was hält. Denn auf Gran Canaria habe ich damit Rochen, auch meine Guiding-Gäste, bis zu 100 Kilo gedrillt und ist nicht an der Route gescheitert, sondern meistens an der Schnur bzw. auch an den Locations, wo eben dann die Schnur an einem Stein abgerissen ist, meistens an Molen halt. Roll ist eine Diver Saltist 5000, die ist in etwa so groß wie die aktuelle Diver Saltiger 10.000, also auch leider Diver geht den Weg mit kleinen Rollen. Die Bremse lässt sich auf 12 Kilo einstellen. Aber hier sollte man auch realistisch sein, wer jemals 5 Kilo auf eine Bremse eingestellt hat, also gemessene 5 Kilo, wohlgemerkt nicht das, was man so vermutet, der wird feststellen, dass er schon 5 Kilo über eine Angel von fast 3 Metern kaum halten kann, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum. Daher macht es auch keinen Sinn, eine Rolle mit 30 Kilo oder sowas zu kaufen, wenn man am Ufer steht und eben bestenfalls den Fisch nur laufen lassen kann. Den idealen Spot habe ich mir schon letztes Jahr ausgesucht. Ein Felsvorsprung an einer Steilkante, 100 Meter Wassertiefe, keine Hindernisse und ein flaches Plateau nebendran, wo ich den Fisch auch landen könnte. Also es wird so ungefähr laufen wie beim weißen Hai. Das heißt, zu gut, Musik sowieso, aber zu guter Letzt, wenn alles nicht mehr geht, läuft der Thunfisch mit dem Haken im Maul gegen dieses Stromkabel und kriegt einen tödlichen Stromschlag. Angelschuhe mit Filzsohlen und Spikes bzw. Nägeln. Das sind quasi meine Kampfstiefel, die ich schon auf Gran Canaria an brandungsüberspülten Spots getragen habe. Ohne solche speziellen Angelschuhe ist es an solchen Stellen auch ohne Fisch schon lebensgefährlich. Nicht wegen der Brandung, die in den Fjorden meist keine Rolle spielt, sondern wegen der plötzlichen Regenschauer. Wer möchte schon mitten im Drill mit einem Monsterfisch plötzlich auf eisglattem Untergrund stehen? Ja, fangen wir direkt mit dem Popper an. Den Thunfisch aufmerksam machen. Für dieses Projekt habe ich einen speziellen Thunfischpopper entwickelt, abgewandelt aus meinem bekannten Pickpopper. Dieser hier schwimmt jedoch und wiegt über 80 Gramm. Also ich kann mir vorstellen, dass sie besonders hier eigentlich von Poppern angelockt werden, weil eben die Lachse hier aufklatschen. Ja, die Lachse machen hier mit ihren Sprüngen nicht nur die Prädatoren an Land auf sich aufmerksam, sondern auch die Raubtiere im Wasser. Und so liegt es eben hier besonders nahe, einen Popper als Köder zu verwenden.
Ja, deswegen bin ich halt gekommen, damit das Wasser eben ein bisschen salziger ist. Den habe ich auch extra gebastelt für die Tuna-Saison. Was? Ja klar, der wiegt 80 Gramm. Auch meinen Eigenbauköder Fatneedle-Stick habe ich extra für das Thunfischangeln dekoriert. Die Makrele ist zurzeit hier der Hauptbeutefisch. Natürlich habe ich mir auch noch andere Tuna-Köder zurechtgelegt. Diverse Oberflächenköder, Stickbaits, Wobbler, Gummi, Metall. 70 bis 150 Gramm. Ja, es wäre schon schön, zumindest mal erleben, dass einer beißt. Viele Norweger wissen und sehen, dass hier die Thunfische springen, doch keiner fischt darauf. Und das, obwohl sie, wie ich in einem der letzten Videos beschrieben habe, 14.000er Stellas haben, die für diese Aufgabe gedacht sind. Wollen Abstecher ins Süßwasser machen? Und wer jetzt denkt, ich habe einen Vogel, der könnte sogar recht haben. Oh, nee, bloß nicht, verdammt. Jetzt verpasst. Ah, nein. Eine Sekunde nicht aufgepasst und da hat eine junge Mantelmöwe den Popper genommen. Ja, Scheiße ist das, ich weiß das. Ah, Kacke. Weißt du, wie man damit umgeht? Nee. Ah, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe das doch x-mal gesehen, dass es nichts zu fressen ist. Auf Gran Canaria häufig mit sowas, aber die sind viel größer als die auf Gran Canaria. Guck mal, ob du in meinem Rucksack einen Lappen findest. Wir brauchen einen Lappen. Wir brauchen einen Lappen und die Zange auch noch gleich. Wie ich schon vor Jahren durch einen Guiding-Gast auf Gran Canaria gelernt habe, kommt es darauf an, den Kopf der Möwe in den Griff zu kriegen bzw. abzudecken. Aber erstmal musste ich bangen, dass der Vogel nicht ertrinkt. Hat sich aber echt bös verhangen, der arme Fisch, sag ich schon. Ja, warum hält die den Kopf immer unter Wasser? Ja, die versucht das loszumachen, ja? Warte mal, ich muss auch mit runterkommen, sonst hast du zu großen Winkel. Vorsicht. Ich drehe ihn ziemlich durch dann, ja? Kann ich gerade die Zange hinter dir haben irgendwie? Da ist die Zange. Ui, jetzt wird total verhakt. Durch den Zeh durch. Versuchen wir erstmal dies hier, so scheint leichter zu gehen. Einmal verhakt dich nicht schon wieder da drin. Im Schnabel hängt es auch, gell? Ah, okay. Jetzt haben wir noch ein Problem. Warte mal, bevor jetzt gleich ein Unfall passiert, mache ich den Haken ab. Wichtig ist eigentlich, dass die Augen bedeckt war, obwohl sie jetzt hier im Moment. Ja, geht schwer, wenn nicht. So, und jetzt kann es doch nicht mehr so viel sein. Jetzt nicht mehr viel. Ja. Vorsicht, besser in die Richtung fallen lassen. Hey! Kompliment an meinen Guiding-Gast Marco, der seine erste Möwenrettung mit Bravour geleistet hat. Das war noch ein kleines Abenteuer, ne? Ich habe gedacht, die ist nicht mehr zu retten. Auf Thunfisch vom Ufer in Norwegen. Da geht's los. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Da ist gerade wieder einer hochgekommen.